Herzlich willkommen bei PAIRA, der Gesellschaft für politisches Wagnis. Willkommen bei der Premiere unseres neuen Videoformats. Drei Fragen an Anton Hofreiter. Wir starten diese Serie heute am 16.12. in Berlin im Jakob-Kaiser-Haus mit Anton Hofreiter, der sich neben Katrin Göring-Eckardt, Robert Habeck und Cem Özdemir um das Mandat im Spitzenteam der Grünen zur Bundestagswahl 2017 bewirbt. Das Spitzenduo wird per Urwahl gewählt. Wer sich bei der Urwahl, an der sich alle Parteimitglieder der Grünen beteiligen können, durchsetzt, wird in der zweiten Januarhälfte 2017 bekannt gegeben. Vor dem Hintergrund, dass unsere Welt aus den Fugen geraten ist und somit auf Deutschland und Europa neue Herausforderungen zukommen, streifen wir die Themen Innen- und Außenpolitik, Koalitionsoptionen und Rechtspopulismus. Herr Hofreiter, meine erste Frage ist, welche Politikfelder, welche Maßnahmen müssen angesichts der beschriebenen Lage aus Ihrer Sicht ganz oben auf der Agenda stehen? Da gibt es eine ganze Reihe von Themen angesichts der Probleme, die sich auftürmen. Aber ich will in der Kürze der Zeit drei besonders wichtige Themen nennen, die in meinen Augen ganz besondere Bedeutung erlangen werden. Das eine Thema ist Europa, das zweite Thema ist die Klimakrise und das dritte Thema ist der Zusammenhalt unserer Gesellschaft und die Verteidigung der offenen Gesellschaft. Warum diese drei Themen? Ich glaube, bei allen drei Themen kann man sogenannte Points of No Return überschreiten, wo danach, wenn man zu lange nichts getan hat, die Lösung der Probleme signifikant schwieriger wird. Wenn uns die Europäische Union kaputt geht, dann haben wir nicht eine zweite in der Hosentasche, die wir rauszaubern können. Wenn wir bestimmte Punkte überschritten haben bei der Klimakrise, schlagen die Naturgesetze erbarmungslos zu. Ich halte überhaupt nichts von dem Wort alternativlos, denn in der Politik kann man immer Alternativen gestalten. Aber wenn man, um am Beispiel der Klimakrise zu bleiben, entsprechende Mengen CO2 in der Atmosphäre haben, dann wirkt es über die Strahlengesetze einfach unvermeidlich dazu, dass es wärmer wird auf diesem Planeten. Und wenn es wärmer wird, dann schmilzt das Eis. Und ich möchte denjenigen sehen, der in der Lage ist, Kompromissverhandlungen mit einem steigenden Meeresspiegel zu führen. Und der dritte Punkt, Zusammenhalt unserer Gesellschaft bzw. Verteidigung der offenen Gesellschaft. Das kann auch dazu führen, wenn bestimmte demokratische Sitten kaputt gegangen sind, dann kann es sehr, sehr schwierig sein, die entsprechend oder kann sehr lang dauern, die wieder zu etablieren. Was muss in allen drei Bereichen passieren? Auf Seiten der Europäischen Union müssen wir den Begriff Solidarität neu beleben, und zwar Solidarität in den unterschiedlichsten Bereichen, im Umgang mit Griechenland, im Umgang mit Italien, im Umgang mit Spanien. Das sind Länder mit gigantischer Jugendarbeitslosigkeit, mit ganz, ganz großen ökonomischen Schwierigkeiten. Ja, sie sind daran zum Teil auch selber schuld, haben auch erhebliche Eigenschuld, aber trotzdem kann man nicht sagen, jetzt, ihr habt in der Vergangenheit große Fehler gemacht, jetzt fordern wir weiter von euch nur Einhalten der Regeln, ganz stur und ganz stur entsprechend sparen. Das macht man jetzt seit 8 Jahren und in den 8 Jahren ist der Zustand eher schlimmer geworden. Das heißt, da eine Umkehr in Richtung Investitionen, in Richtung Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit mit klugen neuen Investitionen. Dann des Weiteren Solidarität im Umgang mit Geflüchteten, denn wir haben einen Krisengürtel um Europa rum, von Ukraine über Irak, Syrien, über Türkei, über Afghanistan, über Jemen, was häufig vergessen wird, über Südsudan, wo schreckliche Verbrechen gerade begangen werden, was auch häufig vergessen wird, bis weiter nach Nordafrika, durch Zentralafrika bis Libyen. Das heißt, wir brauchen mehr Solidarität im Umgang entsprechend mit Geflüchteten. Dann der zweite Bereich, der wichtig ist, ist Klimakrise. Ich habe es schon angesprochen, was da dringend notwendig wäre, dass wir endlich einsteigen in den Kohleausstieg. Klar geht es nicht über Nacht. Wir haben den Atomausstieg auch nicht über Nacht geschafft, aber man musste endlich einsteigen. Nämlich ohne den Ausstieg aus der Kohle sind wir nicht in der Lage, die Klimaschutzziele zu erreichen. Und wir brauchen da entsprechend Veränderungen in der Verkehrspolitik. Das heißt, wir brauchen endlich den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Das ist eine Sackgasse, das brauchen wir aus industriepolitischen Gründen. Und wir brauchen da den Ausbau entsprechend von öffentlichen Personennahverkehr und Fernverkehr. Nämlich eine Änderung der Verkehrspolitik ist viel mehr als nur den Einstieg in die Elektromobilität. Und wir müssen
in der Landwirtschaftspolitik was ändern, nämlich Landwirtschaftspolitik hat einfach sehr, sehr viel auch mit erstens Klimakrise zu tun und zweitens damit, wie können wir in Zukunft 8, 9, vielleicht sogar 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten ernähren, ohne unsere eigenen Lebensgrundlagen zu beschädigen. Und das hat auch sehr viel mit Fluchtursachen zu tun, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen in West- und Zentralafrika noch als Kleinbauern leben und wie sehr die durch unsere Handelspolitik, durch unsere Landwirtschaftspolitik unter Druck gesetzt werden. Und die Verteidigung der offenen Gesellschaft, ist zentral wichtig für unser Zusammenleben, wenn man sich anschaut, was sowohl auf der Straße als auch im Internet in den letzten Monaten und Jahren zum Teil gehetzt worden ist, wie Minderheiten angegriffen werden, wie Kommunalpolitiker angegriffen werden. Auch da ist es dringend notwendig, dass man entsprechend aktiv wird. Und zu Zusammenhalt gehört auch der soziale Zusammenhalt. Das heißt, wir müssen dringend was tun gegen die weitere Spaltung von Arm und Reich. Und da braucht es Maßnahmen von entsprechend bezahlbarem Wohnraum bis guter Bildungspolitik, bis natürlich auch, dass die Superreichen sich endlich wieder beteiligen an der Finanzierung unserer Gesellschaft. Das heißt, ich bin da auch für die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Das gilt ja immer für manche so als was ganz Ungewöhnliches, aber man darf eins nicht vergessen, die Vermögensteuer ist unter Adenauer eingeführt worden und 13 Jahre unter Helmut Kohl entsprechend erhoben worden. Und ökonomisch ist uns in der Zeit nicht so ganz schlecht gegangen und die Verteilung zwischen Arm und Reich war deutlich gerechter. Eine große Palette mit riesigen Aufgaben unter der Annahme, dass sie sich möglicherweise im Spitzenduo wiederfinden, wird die Macht der Grünen alleine kaum ausreichen, um auf diesen Feldern dann doch in Zeitnähe Erfolge zu holen. Also sind sie gezwungen, über Koalitionen nachzudenken, wenn sie die Oppositionsbänke verlassen wollen. Das ist ja die Grundfrage. Wollen Sie die Oppositionsbänke verlassen? Wollen Sie einen Machtwechsel in der Bundesrepublik erreichen? Und wenn ja, natürlich, wie, mit wem? Ja, wir wollen einen Machtwechsel erreichen, denn wir glauben, dass große Koalitionen aus inhaltlichen Gründen und auch aus demokratietheoretischen Gründen einem Land dauerhaft nicht gut tun. In Österreich sieht man, wohin das führen kann. Es stärkt am Ende nur die Rechtspopulisten. Dazu wollten wir später auch noch kommen. Aber wir glauben auch, dass das generell einem Land nicht gut tut. Das heißt, unser strategisches Ziel ist die Ablösung der Großen Koalition. Unser inhaltliches Ziel ist ein Politikwechsel in ganz wichtigen Fragen. Dazu habe ich schon einige angesprochen. Dazu gehört Integrationspolitik auch dazu. Dazu gehören auch manche Aspekte der Sozialpolitik, wie wir brauchen dringend mehr bezahlbaren Wohnraum, wie wir brauchen eine andere Europapolitik nicht. Wir haben nur diese Europäische Union. Und ganz entscheidend, wir brauchen auf die Rettung unserer ökologischen Grundlagen, nicht, da geht es um unsere Lebensgrundlagen, brauchen wir andere Verkehrspolitik, brauchen wir eine andere Agrarpolitik und brauchen wir eine andere Klimaschutzpolitik. Mit wem wir das erreichen, das entscheidet der Wähler mit. Und natürlich werden wir nicht 100% unseres Programmes dann umsetzen können, nämlich wir werden leider nicht 51% schaffen, aber zentrale Punkte werden wir umsetzen und werde ich dafür kämpfen. Es macht keinen Sinn, entsprechend nur an die Macht zu kommen, um dann Posten zu haben. Nicht, dann hat man gar keine echte Macht. Nicht, Macht dient dazu, dass man was machen kann, sondern es muss dann auch ein Politikwechsel her. Und zwar insbesondere in diesen drei zentralen Bereichen, wo man überall entsprechende Punkte, Points of No Return, überschreiten können. Und dafür möchte ich kämpfen. Ob das dann gelingt, mit Hilfe von SPD und Linkspartei oder mit Hilfe von CDU, CSU, das ist eine Wählerentscheidung, aber beides ist logischerweise nicht einfach. Nicht, wie sich die CSU im Moment aufführt, das ist einfach unerträglich. Und da kann man im Grunde sagen, eigentlich ist die CSU in der Form nicht regierungsfähig. Also Sie schließen sozusagen entweder das Bündnis mit der SPD und mit der Linken nicht aus, wenn der Wählerwille diese Option ermöglicht, wie Sie das Bündnis mit der CDU, möglicherweise ohne CSU, auch nicht ausschließen. Ganz genau, wir schließen beides nicht aus, weil wir sagen, dass die Große Koalition, dass es wichtig ist, dass eine Alternative zur Großen Koalition gibt. Wir glauben auch, dass es vor der Wahl wichtig ist, dass es eine Alternative zur momentanen Kanzlerin geben kann. Auch aus inhaltlichen Gründen, aber auch aus demokratietheoretischen Gründen, denn es tut einem Land nicht gut, wenn, weil Rot-Rot-Grün von vornherein ausgeschlossen wäre, es am Ende klar ist, dass die Kanzlerin
Sie hat jetzt erklärt, dass sie kandidiert, sowieso von der CDU-CSU kommt. Das halten wir für demokratietheoretisch, auch für problematisch. Deswegen ist wichtig, dass auch die Möglichkeit geben kann, Rot-Rot-Grün. Ob es dann wirklich passiert, das hängt erstens mal von den Wählerinnen und Wählern ab. Und zweitens hängt es auch ganz entscheidend davon ab, ob dann entsprechend die Linkspartei wirklich regieren will, ob sie wirklich was ändern will und ob man sich auf einen vernünftigen Koalitionsvertrag einigen kann, der dann auch einen klugen Politikwechsel einleitet. Bei der Frage des Umgangs mit den Rechtspopulisten steht ja immer die Frage im Raum, welches Konzept gibt es, um der gegenwärtigen Situation Paroli bieten zu können. Wir sehen seit geraumer Zeit das eine Thema, Hass auf Flüchtlinge reicht aus, um relativ gute Prozente zu bekommen. Das Doppelte von Ihnen. Haben Sie für die Zukunft ein Konzept, was eben den Erfolg verhindert und damit, was ja noch tragischer ist, das Aufkommen des neuen Antisemitismus, des Rassismus eben mit verhindern kann? Wie sieht Ihr Konzept aus, um die Wählerwanderung dorthin zur AfD zu verhindern? Ich glaube, man muss sich erstmal darüber im Klaren sein, dass es die Wähler der Rechtspopulisten nicht gibt. Sondern es gibt ganz unterschiedliche Gruppen, die rechtspopulistisch wählen, und es gibt ganz unterschiedliche Situationen. Es macht einen großen Unterschied, ob wie in Skandinavien oder hier auch bei uns in Deutschland so 5 bis 10% in manchen unserer Bundesländer an die 20% rechtspopulistisch wählen oder wie jetzt in Österreich 46% rechtspopulistisch wählen oder wie in den USA ein Rechtspopulist sogar Präsident werden kann. Ich glaube, das sind erstmal ganz unterschiedliche Situationen. Aber wenn man sich die Wähler genauer anschaut, dann stellt man fest, es gibt unterschiedliche Gruppen, die rechtspopulistisch wählen. Erstmal stellt man fest, Rechtsradikale wählen rechtspopulistisch. Ist jetzt nicht so überraschend, aber da, glaube ich, hat man in der Vergangenheit, insbesondere bei der Repression, versagt. Da hat man denen relativ viel Raum gegeben. Sowohl auf der Straße als auch im Internet sind massenhaft Straftatbestände nicht verfolgt worden. Also Volksverhetzung, massive Beleidigung entsprechend ist nicht ausreichend verfolgt worden. Da hat eine Repressionsstrategie versagt, weil nämlich nicht ausreichend die Sicherheitsbehörden sowohl im Internet als auch auf der Straße gegen diese Straftaten vorgegangen sind. Und manche verwechseln diese Straftaten mit Meinungsfreiheit. Das, glaube ich, ist mal der eine Punkt. Dann muss man sich anschauen, wer noch zum Teil rechtspopulistisch wählt. Es wählen Abgehängte rechtspopulistisch oder sich als abgehängt empfindende Menschen rechtspopulistisch. Das sind unterschiedliche Gruppen. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die in Regionen unseres Landes und anderer Länder leben, wo kein Bus mehr hinfährt, wo es keine Apotheke mehr gibt, wo es kein Lebensmittelgeschäft mehr gibt. Das ist schlicht, und dem Menschen geht es persönlich vielleicht sogar gut, der hat ein gutes Auskommen und hat vielleicht sogar ein schönes Auto und würde den Bus selbst gar nie benutzen, aber hat trotzdem den Eindruck, dass sich Gesellschaft, dass sich Staat, dass sich öffentliche Hand überhaupt nicht mehr um ihn und die Region, aus der er kommt, kümmert. Dafür braucht man eine vernünftige Infrastrukturpolitik. Da kann man Maßnahmen machen von Unterstützung für Dorfläden bis ausreichend ÖPNV, bis ein vernünftiges Glasfaserangebot entsprechend in diese Regionen, bis das entsprechende Schulkonzepte umgesetzt werden, dass auch noch eine Dorfschule gibt. Das sind alles Maßnahmen, die da ergriffen werden können, dass ländliche Räume nicht vergessen werden. In den USA gibt es zum Teil auch in städtischen Räumen, wenn man an Rust Belt denkt, an Detroit denkt und so weiter. Das kann man mit Politik entsprechend verändern. Dann gibt es Menschen, denen einfach schlecht geht, denen es schlichtweg schlecht geht, weil sie seit langem arbeitslos sind. Diese Menschen wählen häufig auch überproportional rechtspopulistisch, auch wenn die Rechtspopulisten überhaupt nichts für sie übrig haben und denen überhaupt nicht helfen würden. Dafür brauchen wir eine bessere Sozialpolitik. Da brauchen wir eine Politik, die den Langzeitarbeitslosen, ich meine, wir haben so wenig Arbeitslose
wie schon lange nicht mehr, dank der guten Exportkonjunktur unserer Wirtschaft. Aber wir haben gleichzeitig extrem viele Menschen, die in verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit sind. Über 1 Million. Da braucht man eine gute Arbeitsmarktpolitik. Da ist ganz vieles zusammengekürzt worden, obwohl es dem Staat finanziell gut geht. Da muss man entsprechend bessere Konzepte und mehr Geld reinstecken. Dann gibt es andere Gruppen von Menschen. Es hat die Anzahl der Menschen, die arbeiten und gleichzeitig arm sind, haben stark zugenommen. Es hat sich fast verdoppelt. Da müssen wir was machen gegen Missbrauch der Leiharbeit, gegen Missbrauch der Werkverträge. Wenn Sie sich anschauen, wie es Menschen gibt, die in Schlachthöfen arbeiten, das ist so ein ganz krasses Beispiel. Das ist einfach Versagen der Regulierung. Da braucht man entsprechende Gesetze, die Leiharbeit zum Beispiel, dass man vom ersten Tag an auch als Leiharbeiterin und Leiharbeiter den gleichen Lohn kriegt. Das kann man gesetzlich regeln, braucht man bloß eine Mehrheit dafür, muss man verändern. Da geht es um Menschen, denen es sozial schlechter geht. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, Menschen, die Angst haben davor, dass ihr Arbeitsplatz verlagert wird, dass letztendlich ungerechte Globalisierung sie um Lohn und Brot bringt. Da müssen wir zu einer fairer gestalteten Globalisierung kommen. Es gibt, ist ja kein nur Naturgesetz, das als Handelsrecht über allen anderen Rechten steht. Und deshalb geht es darum, um eine fairer gestaltete Globalisierung oder an konkreten Beispielen, wo sich da Landwirte machen, sich darum zum Beispiel Sorgen, wenn wir hier bei uns das Käfigei verbieten, dann müssen wir auch den Import von Käfigeiern verbieten. Und wenn wir hier der Stahlindustrie aus guten Klimaschutzgründen entsprechende Auflagen machen, dass sie klimafreundlicher ihren Stahl produziert, dann können wir nicht ohne weiteres zulassen, dass klimaunfreundlich produzierter, klimaschädlich produzierter Stahl einfach so zu Dumpingpreisen nach Europa importiert werden kann. Nämlich das nützt dann weder der Umwelt was, noch entsprechend den Arbeiterinnen oder Arbeitenden sind es bei der Stahlindustrie überwiegend, nützt es etwas. Das heißt, die Gestaltung der Globalisierung. Ich glaube, dann haben wir auch eine Chance, Rechtspopulismus zurückzudrängen. Und wie gesagt, wichtig ist, dass man nicht so tut, als wenn es eine homogene Gruppe wäre. Das ist ja der Trick der Rechtspopulisten, zu behaupten, sie würden das Volk vertreten. Tun sie überhaupt nicht. Und wenn man sich anschaut, dass sie behaupten, die 500 Leute, die zum Beispiel in Dresden gepöbelt haben, wie nochmal was, die wären das Volk, da ist es sogar umgekehrt so, dass die Rechtspopulisten die Bevölkerung in Deutschland massiv beleidigen, wie das einige Vertreter von denen gemacht haben, dass sie sagen, naja, so ist halt das Volk und das muss man halt berücksichtigen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Großteil der Bevölkerung ist anständig. Großteil der, viele in der Bevölkerung engagieren sich ehrenamtlich, auch für Geflüchtete. Aber wie gesagt, man darf ihnen diese Homogenisierung nicht durchgehen lassen. Herr Hofreiter, wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Urwahl. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Projekt. Und wir würden uns freuen, wenn nun von nun an mit den kommenden Talks, mit den drei Fragen an, viele auf die Seite schauen und Impulse bekommen, um sich selber zu orientieren in die hoffentlich richtige Richtung. Ich glaube, das, was wir hier heute besprochen haben, lohnt sich anzugehen, lohnt sich zu leben. Und insofern tausend Dank für die Premiere mit Ihnen hier und viel Erfolg bei der weiteren Arbeit, zunächst als Fraktionsvorsitzender, aber möglicherweise kann daraus ja noch mehr werden. Ich sage vielen Dank und Ihnen viel Erfolg für Ihr Projekt.